Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Mass Effect Andromeda. Und wie im letzten Part besprochen, wollen wir die Quest beenden. Wo muss ich hin? Nach rechts weiter, okay. Wollen wir die Quest beenden, Wahrheit und Übernahme, mit Peavey sprechen und zu guter Letzt die Konferenz einberufen. Und das alles möglichst in dieser Folge, um dann letzten Endes nach Meridian zu reisen. Aber wir müssen ja erstmal das hier fertig bekommen und ich weiß noch nicht genau. Ja, hier ist das nicht. Da hauen wir einfach ab. Da hauen wir jetzt einfach ab. Ist das hier? Ja, ist das hier. Was soll der Scheiß? Wer schießt denn da noch auf uns? So, weg damit. Okay, das ist hier oben. Alles klar, hier müssen wir hin. Irgendetwas ist in dieser schäbigen Höhle. Ah ja, mit ihm müssen wir uns treffen, stimmt. So, Salen. Da sind sie ja. Sind sie den Spuren nachgegangen? Ich habe herausgefunden, dass sie ein Cat-Kollaborateur und Mörder sind. Und eines ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Dieser alte Spion würde sie fertig machen, wenn er nicht auch einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um sie von unserer Sache zu überzeugen. Sparen Sie sich das, Aiden. Sie haben Ihr Volk verraten und werden dafür in einer Zelle verrotten. Mein Volk war einverstanden. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Hey, ich weiß, wie wir unseren Aufstieg verhindern, indem wir aufsteigen, Idiot. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Was genau haben Sie mir anzubieten? Einzelheiten über das Reich der Cat, Vasallen, mögliche Schwachpunkte, Geheimnisse über den Aufstieg. Die wir nicht überprüfen können. Sie könnten das auch einfach erfunden haben. Wir mussten für diese Information Zivilisten opfern, Major. Wollen Sie, dass das alles umsonst war? Dieser Verräter soll bekommen, was er verdient, Major. Lassen Sie den anderen Salarianern was von ihm übrig. Wenn Sie mich festnehmen, werden Sie die anderen nie finden. Ich habe Zeit zu suchen. Schon vergessen, ich bin im Ruhestand. Ich, Raker und die anderen, wir stehen in Ihrer Schuld, Ryder. Jetzt entschuldigen Sie mich. Ich brauche einen Miliztransport, einen Arzt und den stärksten Drink auf der Nexus. Ja, schön, haben wir das abgeschlossen. Den Verräter noch schnell festgenommen. Irgendwas war noch mit Peavey, ne? Irgendwas war noch mit Peavey. Helios-Aufgaben? Nee. Was war mit Peavey, Peavey, Peavey? Verbündete? Keine Ahnung. Wir müssen mit Peavey reden. Ich weiß leider nicht, wo. Ich glaube... Ne, wir müssen erstmal hier raus aus der Höhle. Ich glaube, auf der Tempest müssen wir mit Peavey reden. So, bevor wir aufschlagen, nutzen wir die Schnellreise. So. Jetzt auf zur Tempest, mit Peavey sprechen und dann berufen wir auch die Konferenz ein. Ja, da sind wir eigentlich gut dabei. Ich wusste jetzt nicht, wie lange diese Quest hier noch andauert. Aber sieht doch ganz gut aus. Wenn wir die jetzt schon abgeschlossen haben, dann schnell mit Peavey reden und dann die Konferenz einberufen, dann sollte das eigentlich vielleicht sogar klappen, in diesem Part noch nach Meridian zu reisen. Oder wir müssen noch irgendwas machen, das weiß ich nicht. Also bis wir mit Divinity Original Sin anfangen, kann es doch noch etwas dauern. Aber egal, das neue Projekt wird starten. Da freue ich mich auch riesig drauf. Ich freue mich einfach darauf, mal nicht Science Fiction zu spielen, sondern wirklich mal wieder schön Fantasy Rollenspiel. Habe ich richtig, richtig Bock drauf, das mit euch zu machen. Aber ich habe auch einfach richtig Bock, Mass Effect Andromeda mit euch abzuschließen. Ja, wenn ich könnte, würde ich einfach 20 Spiele gleichzeitig spielen und einfach mit euch zusammen genießen. Aber das übersteigt leider auch meine Kapazitäten.
Aber gut, widmen wir uns in Ruhe Mass Effect Andromeda. Wir wollen ja nichts überstürzen, das Jahr ist noch lang. Wir haben auf jeden Fall Zeit, noch Divinity durchzuspielen. Und wenn es sein muss, werden wir auch Schlagzahlen erhöhen und einfach mehr... Phoebe hat nach Ihnen gesucht. Ich weiß, sie sucht immer nach uns. Hey, Phoebe. Mehr Folgen raushauen, wollte ich sagen. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Ich sag's einfach ganz offen. Ich will Sie, Ryder. Ich will, dass wir mehr als Freunde oder Liebende sind. Ich will Bindungen. Alle Bindungen. Und wenn Sie nicht dasselbe wollen, kann ich mir gut vorstellen, wie unangenehm es wäre, mir das ins Gesicht zu sagen. Also sagen Sie es mir einfach nach dem Piep. Möchten Sie wirklich mit mir zusammen sein? So oder so. Wir treffen uns dann im Meetingraum. Okay? Piep. Ist das Ihr Ernst? Oh nein, was habe ich angerichtet? Das musste doch schief gehen. Ja, ich will eine Beziehung. Ja, es ist schon... Das ist ja, das ist Phoebe halt, ne? Wie sie das macht. Ja. Eigentlich will ich das nicht. Ja, sie würde mir schon jetzt ein bisschen leid tun, wenn ich ablehne, aber ich muss ablehnen. Ich muss ablehnen. Ich möchte ja, wenn was mit Cora anfangen. Und sie hat ja klar und deutlich gesagt, sie will keine Bindung. Und jetzt will sie auf einmal doch Bindung. Ja, Frauen halt, ne? Wie will, was man auch als Mann versteht, es ist immer das Falsche. Ja. Phoebe, lassen Sie uns einfach nur Freunde bleiben, okay? Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Oh, Pech gehabt. Er ist gerade aufgetaucht. Sie hat mich tatsächlich überfallen, aber ich habe überlebt. Kein Opfer, kein Verbrechen, richtig? Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Ich bereite VidCon-Kommunikation vor. Danke. Okay, wir haben das erledigt. Der unangenehme Part eines Pathfinders. Aber jetzt geht's los hier. Crew einberufen, ganz genau. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung. Aktive Gewölbe ohne das Herzstück bringen nichts. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Ja. Es ist mein Job, uns nach Hause zu führen, und das tue ich, mit oder ohne Erlaubnis. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Wrecker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt nach einem Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute. Es ist soweit. Legen wir los. Ja, legen wir los. Nach Key Tessiria. Tessira. Im Civic-System reisen. Ja, dann machen wir das doch.
Jetzt nehmen wir Fahrt auf. Befolgen Sie mal das Uniformprotokoll, Liam. Abschnitt Oberbekleidung. Das ist ein ziviles Schiff. Was sollen Sie machen? Mein Sohn einbehalten? Wir werden bezahlt, sagt er. Vom nächsten Besuch auf Kedera einen aus? Machen Sie Witze? Sind jetzt im Orbit von Kedera. Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Da ist es doch, das Civic-System. Und da müssen wir hin. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Das bin echt gespannt. Also, es geht auf jeden Fall jetzt in die Richtung... Ja, ich hoffe in Richtung Finale. Wenn die Informationen des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Denn ihr wisst ja, ich habe vor einigen, ja, Tagen kann man schon gar nicht mehr sagen, Wochen, die Umfrage gestartet mit dem neuen Projekt. Deswegen wüsste ich jetzt auch gerne, nähern uns. Kurs sieht gut aus. Wo wir hier sind. Im Spiel. Ich weiß es ja leider nicht. Ich weiß es ja nicht. Oh, das sieht cool aus. Was ist das? Das ist Meridian. Oder Key Tessera, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Ausstiegszone. Ja, da müssen wir hin. Key Tessera. Das ist auf jeden Fall eine Cat-Station. Ist das hier mitten in dieser Geißel drin? Kann das sein? Nee, ne? Aber das ist so eine Art Geißel. Naja, egal. Auf jeden Fall wollen wir zur Mission aufbrechen. Und ich weiß auch schon, mit welchem Team. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Kämpfer in dieser Mission. Und da kommen nur Jawl und Drag in Frage. Auch wenn ich gerne Cora mitnehmen würde. Ich nehme unsere beiden Krieger mit. Das wird schon laufen. Ja, schön, dass wir schon dort anfangen können. Das heißt, ja, die Folge ist ja noch gar nicht so lang. Ich aktiviere Ghost Storm auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt. Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Raker, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Ich kann hervorragend fallen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von Ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, Sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten Sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Okay. Die Tempest kann ein paar Treffer wegstecken. Ja. Ein paar. Oh yeah. So, die Tempest ist dann mal weg. Geht's allen gut? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Es regnet. Wie? Die Cat haben hier einen enormen Aufwand betrieben. Ja, sie versuchen verzweifelt, dieses Zeug zu kapieren. Okay, hier ist eine Konsole. Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv.
Okay. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Nächste. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Wie wär's mit einer Planänderung? Ich bin dafür, dass wir Meridian aktivieren, und zwar jetzt. Das wird dem Cat nicht gefallen. Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder, durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Das heißt, wenn dieses Reinigungsfeld aktiviert wird, könnte das sogar hier Meridian einfach verschlucken. Pathfinder, ich empfange Funkinterferenzen. Ein Cap-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keter Zero wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Keine Sorge, Kleiner. Wir lassen nicht zu, dass die sie kriegen. Ketten über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Oh, shit. Das brennt. Ja, das habe ich sehr schnell gemerkt. Ja, gut, dass du das auch gemerkt hast. Achtung! Sie bekommen Verstärkung! So, die ersten haben wir schon ausgeschaltet. Den auch. Und den auch. Oh, da ist noch so ein Beobachter. Okay, da oben. Okay, die Kommandozentrale. Als erstes sollten wir uns aber vermutlich diese beiden anderen Türme ansehen. Okay, einen Moment. Aber wir haben ja gar nicht. Doch, hier hinten. Haben wir schon die Dings? Okay. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Ja, Geißelenergie. Ich hab doch gesagt, das erinnert mich irgendwie an die Geißel hier. So, wir haben eins da und eins da. Ein defekter Atmosphärenwandler diesen Platzregen verursacht? Hör sie auf zu jammern! Das bisschen Regen bringt sie nicht um. So, wir werden erstmal in die Richtung gehen. Diese Erkundungssektor. Dort. Die Werte, die ich empfange, ergeben überhaupt keinen Sinn. Können wir da durch? Wow! Ach du Scheiße! Wirklich? Das sieht aus als unfassbar. Ich registriere ein hohes Maß an Geißelenergie. Wir wären fast gestorben. Wir wären fast gestorben. Und hier sind lauter Tote. Und die sind nicht von uns. Die Relikte haben die Cat ganz schön platt gemacht. Ja, die Cat haben manchmal versucht hier. Schmerzt es noch, so etwas zu sehen. Haben versucht hier. Hey, hör auf zu schießen. Konzentrieren Sie sich auf eine Gruppe. Danach erledigen wir die andere. Okay, Spawner-Steuerung, was auch immer das ist. Ist das ein guter? Ich glaube, das ist einer von den guten.
Boah, diese Geißel. Wenn wir die berühren, dann sind wir echt am Arsch. Oh, und auch das. Pathfinder, wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern geschweißt. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Die Geißel hat hier ihren Ursprung? Bei den Reliktschöpfern? Es könnte auch ein feindlicher Angriff gewesen sein. So. Okay. Kurz umschauen hier, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das ist unglaublich. Ich wünschte, wir hätten genug Zeit, um uns das alles genauer anzusehen. Ich registriere geringe Energiewerte, Pathfinder. Ein Scan könnte uns dabei... Ich sehe die Leitung. Es gibt so eine Art Muster. Eine Art Muster? Okay. Was denn für ein Muster? Da hinten. Okay, da könnte wieder eine sein, ne? Ja, aber... Moment. So, so. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Wir gehen mal da hoch. Was hat er denn? So, hier. Wow, ich glaube, das Ding ist Schrott. Können wir damit überhaupt noch was anfangen? Weiß ich nicht. Fragen Sie doch Sam. Die Schäden an einigen Teilen des Systems verhindern eine Aktivierung. Können wir die beschädigten Bereiche umgehen? Das wäre möglich, Pathfinder. Ich verstärke die Trace-Signale. Auf diesem Ding ist so eine Art Glyphe. Sie passt zu dem Muster auf der Hauptkonsole, Pathfinder. Ah, hier sind diese scheiß Glyphen. Moment. Auf was muss ich hier achten? Okay. Also die zuerst. Also von hier aus links, links oben, rechts oben. Links unten, rechts unten. Okay. Wenn ich das richtig entschlüsselt habe in der Schnelle. Ich glaube, das war nicht richtig. Scheiße, dann war es doch umgekehrt. Dann war es doch hier zuerst. Kann man doch auch hier unten sehen, oder? Das geht das Kabel entlang. Dann kommt das Kabel hier hin. Das ist die erste Konsole eigentlich. Vielleicht könnten wir die Energie an den ganzen Schäden... Nope. Feindliche Einheiten her. Das war's nicht. Okay, hä, hey, das ich ist nicht die... Ich muss dafür sorgen, dass das Muster stimmt. Hä, hey, aber von hier kommt doch diese scheiß Leitung. Okay, vielleicht war das doch nicht richtig. Egal, wir probieren einfach alles aus. So weit, so gut. Ah, okay, das ist richtig. Ja, das war klar. Wo? Energieumleitung. Nächster Versuch. Okay, da machen wir Trial and Error hier. Ja, wahrscheinlich ist es dieses hier. Ups. Ups. Feindliche Einheiten nähern sich. Okay.
Bei der Umleitung der Energie ist was schiefgelaufen. Okay, es ist da. Funktionieren. Dann gegenüber. So weit, so gut. Dann der hier. Oh. Ja, warum auch? Okay, dann hab ich's ja jetzt. So, die haben ihn erledigt. Sehr schön. Nochmal. Bumm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das rausfinden soll, ohne einfach hier Trial and Error zu machen. So. So weit, so gut. Dann da hinten. Ja. Perfekt. So, welcher hat jetzt gefehlt? Nur noch eine, ne? Die hier gegenüber ist. Das Yay. War's. Die Hauptkonsole sollte jetzt funktionieren, Pathfinder. Da haben wir die Hauptkonsole. Ja, ich hab's. Historische Reparaturen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob's funktioniert hat. Na, müssen wir wieder Sudoku spielen oder geht's alleine? Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen, Administrator. Unsere Reparaturen waren offenbar erfolgreich. Die Systeminstandsetzung hat irgendetwas in der Nähe reaktiviert. Ja, aber was? Was ist das? Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Das sind die ersten betriebsfähigen Reliktschiffe, die wir sehen. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian-Antriebs. Hm. Meridian-Antrieb. Sam, weißt du was? Oh nein, die Cat. Die werden uns Ärger machen. Diese scheiß Cat. Ryder, Sie haben zudem die Verteidigung der Relikte aktiviert. Ryder, ich habe einen Energiestoß auf den Scans entdeckt. Der Sektor, in dem Sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Das ist Karneval. Was ist los? Sind Sie alle... Ich kann jetzt nicht reden. Ja. Explodiert. Sehr schön. So. Ach was, hier gibt's noch mehr. Sicherheitssystem ist aus. Wir sind hier fertig. Vermutlich warten die Cat da draußen auf uns. Also bleiben Sie wachsam. Genau, wir bleiben auf jeden Fall wachsam, aber im nächsten Part. Der Part ist lang genug. Wir gucken weiter, dass wir den zweiten Turm im nächsten Part aktiviert bekommen und hoffen, dass hinter dieser Tür nicht direkt die Cat lauern. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wir haben ja ein bisschen was geschafft, die letzten Missionen gemacht, mit Peeby gesprochen, ihr gesagt, dass wir keine Beziehung wollen und verdammt nochmal Meridian und den ersten Turm aktiviert. Ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen als vielen lieben Dank, Rindjehauen, bis zum nächsten Mal.